Hallo und herzlich willkommen bei Beyond Brezel Tabletop. Heute geht's mal wieder in die Welt von The Drowned Earth und zwar mit Ulaya Chronicles, dem neuen Solo- und kooperativen Spiel, das gerade auf Kickstarter gestartet wurde vom Autor von The Drowned Earth, James Baldwin. Und der James war so nett und hat mir eine Preview-Version von seinem Spiel geschickt mit den ersten zwei Prolog-Missionen, die quasi so ein bisschen so das Tutorial sind, zumindest die erste Mission. Und die zweite Mission ist dann so ein bisschen größeres Spiel. Und heute spiele ich erstmal mit euch das Tutorial, also die erste Mission, und erkläre so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Und die zweite Mission folgt dann in Kürze. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal das Spiel an. Und meine ersten Gedanken dazu gibt es dann natürlich wie immer danach. Ulaya Chronicles ist ein solo- und kooperativ spielbares Miniaturenspiel in der Welt von The Drowned Earth. Bis zu vier Spieler übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von vier Abenteurern, die sich in einer narrativen Kampagne durch eine postapokalyptische Welt voller Dinosaurier, Piraten und anderer Gefahren kämpfen müssen. Das Spiel wird als komplett eigenständiges Boxset mit Pappaufstellern als Figuren ausgeliefert. Passende 3D-Figuren für Gegner und Abenteurer sind optional als Add-ons verfügbar. Da es sich bei meiner Kopie um eine Preview-Version handelt, verwende ich für meine Abenteurer ersatzweise Miniaturen aus dem bestehenden The Drowned Earth-Sortiment. Beachtet bitte auch, dass alle gezeigten Komponenten Prototypen sind und sich daher vom fertigen Spiel unterscheiden können. Für jedes Szenario in Ulaya Chronicles gibt es ein eigenes Szenario-Deck. Es enthält eine Setup-Karte mit Hintergrundinformationen und Sonderregeln für das Szenario, mehrere Missionszielkarten, die nacheinander abgehandelt werden müssen, und mehrere Heat-Karten, die für zusätzliche Ereignisse während dem Spiel sorgen und außerdem während dem Szenario den Schwierigkeitsgrad ansteigen lassen. Das Spielfeld wird gemäß dem Aufstellungsplan im Kampagnen-Logbuch vorbereitet. Spielplan, 2D-Gelände und Tokens sind dafür im Grundspiel enthalten. Das 3D-Gelände habe ich hinzugefügt. Auf dem Weg zum Treffpunkt mit der restlichen Gruppe sind meine zwei Abenteuer leider mit ihrem Boot auf dem Fluss gestrandet. So wie es aussieht, ist ein Keilriemen am Boot gerissen. Glücklicherweise befindet sich ganz in der Nähe ein altes Wrack, in dem vielleicht ein passendes Ersatzteil zu finden ist. Mein erstes Ziel ist es, einen meiner Abenteurer in direkten Kontakt mit dem Wrack zu bekommen. Zu Beginn des Spiels bekommt meine Gruppe insgesamt 3 Synergiepunkte. Das ist eine spezielle Ressource, die ausgegeben werden kann, um Schaden abzuwehren oder Würfelergebnisse zu verändern. Sie wird allerdings über die komplette Kampagne hinweg nicht automatisch aufgefrischt, sondern nur unter speziellen Bedingungen. Mein Marksman und mein Brawler bekommen jeweils 2 Aktionspunkte und 1 Finesse-Punkt. Finesse-Punkte werden benötigt, um die Spezialfähigkeiten der Abenteurer einzusetzen. Und sie werden am Ende des Szenarios wieder aufgefrischt. Zu Beginn jeder Runde aktivieren normalerweise die Gegner, außer in der ersten Runde, da wird dieser Schritt übersprungen. Das heißt, wir gehen direkt zur Spieleraktivierung über und ich aktiviere zunächst meinen Brawler und lasse ihn zum Ufer schwimmen. Das kostet ihn doppelte Bewegung, allerdings schafft er es trotzdem mit einer Aktion zur anderen Seite. Er gibt dafür 1 Aktionspunkt aus. Nach jeder Aktion muss geprüft werden, ob Ambushmarker oder Gegner auf die Aktion reagieren. Ambushmarker reagieren auf Bewegungen innerhalb von 5 Zoll und auf laute Geräusche innerhalb von 12 Zoll. Mein Brawler hat sich innerhalb von 5 Zoll um den ersten Ambushmarker bewegt und dieser reagiert daher, indem er von seiner passiven Seite auf seine aktive Seite gedreht wird. Ansonsten passiert erstmal nichts. Die Aktionspunkte der Abenteurer können in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden, daher verwende ich jetzt eine Aktion meiner Marksman und versuche mit einer Recognize-Aktion den aktiven Ambushmarker aufzudecken. Die Aktion hat eine Reichweite von 8, was ausreicht, und ich mache jetzt einen Attributstest gegen die Intelligenz der Marksman. Ich werfe den grünen Attributswürfel und den orangenen Feedwürfel und mein Ziel ist es, unter oder gleich dem Intelligenzwert der Marksman von 6 zu landen. Der grüne Attributswürfel ist höher als 6, was normalerweise einen Fehlschlag bedeuten würde, aber der Feedwürfel zeigt ein Feed-Ergebnis. Das ist die höchste mögliche Erfolgsstufe für Abenteurer. Der Ambushmarker wird jetzt entfernt und an seiner Stelle wird ein Gegner platziert.
Normalerweise muss man hierfür auf einer szenariospezifischen Gegnertabelle werfen, aber in dieser Einführungsmission können nur die Lophosaurier erscheinen. Da der Dilo durch die Recognize-Aktion aufgedeckt wurde und diese noch dazu ganz besonders erfolgreich war, darf er jetzt erstmal nicht agieren und bekommt 2 Confusion-Marker. Und weil ich einen Feed erwürfelt habe, bekomme ich den ausgegebenen Aktionspunkt jetzt wieder zurück. Als nächstes aktiviert wieder mein Brawler und macht eine Charge-Aktion gegen den Dilo. Das ist eine Bewegungsaktion mit einer anschließenden freien Nahkampfaktion. Auf diese würde der Dilo normalerweise mit einer eigenen Attackenaktion reagieren, das entfällt aber durch seinen Confusion-Marker und stattdessen wird einfach einer der Marker entfernt. Der Brawler wirft für die Attacke die Attributswürfel gegen seinen Nahkampfwert von 7, plus 1 für den Charge und er würfelt ein Nailed-It-Ergebnis, da beide Würfel gleich oder unter dem Zielwert liegen. Die Waffe des Brawler verursacht bei einem Nailed-It-Ergebnis 4 Punkte Schaden. Das heißt, der Dilo wirft jetzt 4 Verteidigungswürfel gegen seinen Toughness-Wert von 3. Er schafft aber keinen Erfolg und sämtlicher Schaden geht durch. Der Dilo hat nur 2 Lebenspunkte und wird ausgeschaltet. Und auf der ersten Heat-Karte wird ein Heatmarker platziert. Die Karte wird umgedreht, sobald 3 Heatmarker platziert wurden. Und weil der Charge den Brawler innerhalb von 5 Zoll zum nächsten Ambush-Marker gebracht hat, wird auch dieser noch auf seine aktive Seite gedreht. Als nächstes aktiviert wieder mein Marksman und schwimmt jetzt ebenfalls ans Ufer. Sie bewegt sich dabei auf 5 Zoll an den Ambush-Marker heran und weil dieser bereits aktiv ist, wird er jetzt entfernt und durch einen Dilophosaurus ersetzt. Da der Dilo als Reaktion auf eine Spieleraktion platziert wurde, wird jetzt eine entsprechende Verhaltenskarte aus dem KI-Deck aufgedeckt und die oberste Aktion wird ausgeführt. Der Dilo führt eine Fernkampfattacke auf ein Ziel in 8 Zoll Entfernung durch, die noch zusätzlich den Stun-Effekt hat. Das Ziel bei Gegnerreaktionen muss immer das aktive Spielermodell sein und daher spuckt der Dilo jetzt auf meine Bogenschützin, die bei dieser speziellen Spawn-Aktion leider auch nicht reagieren darf. Allerdings hat sie durch das Waldstückchen leichte Deckung, was den Trefferwert des Dilos um 1 verschlechtert. Gegner werfen nur einen einzelnen Würfel und der Dilo muss jetzt eine 5 oder niedriger schaffen. Und er trifft. Die Attacke verursacht 2 Punkte Schaden und meine Bogenschützin muss jetzt 2 Verteidigungswürfel gegen die 3 schaffen. Sie schafft leider keinen davon und er leidet 2 Punkte Schaden. Noch einen mehr und sie wird schon auf ihre Verletztseite gedreht. Und durch die Stun-Regel verliert sie auch noch ihren letzten Aktionspunkt. Keiner meiner Abenteurer hat mehr Aktionen übrig, das heißt, die erste Runde ist beendet. Zu Beginn der zweiten Runde werden alle Aktionspunkte wieder aufgefüllt. Und dann aktivieren der Reihe nach von links nach rechts die Dinosaurier. Der erste Dilo aktiviert und ich ziehe für ihn eine KI-Karte. Er bewegt sich bis zu 6 Zoll vom nächsten sichtbaren Abenteurer weg und versucht dabei in harte Deckung zu kommen und stoppt sofort, wenn er diese erreicht und 8 Zoll vom Gegner entfernt steht. Seine zweite Aktion ist eine Fernkampfattacke mit Stun auf das nächste sichtbare Ziel in Reichweite. Beide Ziele stehen gleich weit entfernt und in diesem Fall entscheidet er sich für das Ziel mit den meisten Wunden, was meine Bogenschützin ist. Ich gebe einen der Aktionspunkte der Bogenschützin aus, um auf den Schuss zu reagieren und schieße zurück. Dadurch wird der Wurf zu einem Opposed Roll, das heißt ich werfe jetzt alle Würfel zusammen und die Seite mit der höheren Erfolgsstufe gewinnt das Duell und trifft die Attacke. Zu meinem Pech zeigt der Monsterwürfel das Spezialsymbol, was ein Frenzy-Ergebnis bedeutet. Frenzy schlägt jede Erfolgsstufe der Abenteurer und der Dilo trifft mit seiner Attacke. Der Stun-Effekt kostet mich wieder meinen zweiten Aktionspunkt und ich würde 2 Punkte Schaden erleiden. Um zu verhindern, dass meine Bogenschützin auf ihre Verletztseite gedreht wird, gebe ich einen Synergiepunkt aus und negiere den Schaden komplett. Der zweite Dilo aktiviert, ich decke die nächste KI-Karte auf und der Dilo spuckt mit einer Stun-Attacke auf den Brawler. Ich gebe einen Aktionspunkt für eine Dodge-Reaktion aus. Ich mache jetzt wieder einen Opposed Roll gegen den Dilo, allerdings verwende ich als Zielwert dieses Mal meinen Beweglichkeitswert.
Mein Attributswürfel liegt unter meinem Beweglichkeitswert von 6. Das heißt, ich schaffe ein Pass-Ergebnis. Und der Dilo liegt über seinem Zielwert, also gewinne ich das Duell. Die Attacke wird negiert und ich darf mich einen Zoll bewegen. Leider vergesse ich die zweite Aktion des Dilo, der sich noch in Deckung begeben hätte, und gehe direkt zu meinem Brawler über, der jetzt eine Charge-Aktion gegen den unteren Dilo ansagt. Beide Dilos reagieren auf die Attacke. Der Angegriffene wird einfach zurückschlagen, sobald ich ihn erreiche, und der andere führt seine Standardreaktion auf feindliche Bewegungen durch. Wenn sie nicht das Ziel einer Charge-Aktion sind, reagieren die Lophosaurier auf alle gegnerischen Bewegungen innerhalb von 8 Zoll mit einer Fernkampfattacke, gefolgt von einer Bewegung außer Sichtlinie. Ich führe mit dem Brawler die Angriffsbewegung durch und der Dilo feuert an der für ihn am besten gelegenen Stelle während der Bewegung. Allerdings geht der Schuss daneben. Die Nahkampfwaffe des Brawler hat eine Reichweite von 1, daher muss er für die Attacke nicht im Base-to-Base-Kontakt stehen. Da der angegriffene Dilo automatisch zurückschlägt, werfe ich wieder Opposed und mit einem Nailed-It-Ergebnis gewinne ich das Duell. Der Dilo schafft die nötigen Verteidigungswürfe nicht und wird ausgeschaltet. Was mir wieder einen Heat-Token einbringt. Damit sind wieder alle Aktionen verbraucht und die Runde ist beendet. Zu Beginn der dritten Runde aktiviert der Verbliebene die Lophosaurus. Er führt eine Fernkampfattacke durch und bewegt sich dann so, dass er einen Gegner sehen kann und in harter Deckung ist. Da er für den ersten Schritt keine Ziele hat, begibt sich der Dilo lediglich in Position. Auf diese Bewegung könnte ich mit dem Brawler reagieren. Seine Fernkampfwaffe produziert allerdings Geräusche und würde damit umliegende Ambushmarker aufscheuchen. Stattdessen aktiviere ich den Brawler und mache mit ihm eine Charge-Aktion gegen den Dilo. Dabei achte ich darauf, dass ich nicht nur mit dem Dilo, sondern auch mit dem Wrack in direkten Kontakt lande. Ich gewinne das Duell mit einem Nailed It und der Dilo wird ausgeschaltet. Dadurch gibt es noch einen dritten Heat-Punkt. Das heißt, die Heat-Karte wird gedreht und die Rückseite besagt, dass alle ausliegenden Ambush-Marker umgedreht werden müssen. Die nächste Heat-Karte wird nach weiteren 3 ausgeschalteten Gegnern umgedreht. Da sich jetzt einer meiner Abenteurer im direkten Kontakt mit dem Wrack befindet, habe ich mein erstes Missionsziel erfüllt. Und ich darf die Karte umdrehen. Ich habe das nötige Teil tatsächlich gefunden. Dabei habe ich aber, so wie es aussieht, auch gleichzeitig einen jungen Utah-Raptor aufgescheucht, der sich auf mich stürzt. Der Dinosaurier attackiert mich sofort, ohne dass ich mich dagegen wehren kann, verfehlt aber zum Glück. Mein nächstes Missionsziel ist es, mit dem Ersatzteil das Boot zu erreichen und abzuhauen. Der Brawler attackiert den Utah-Raptor mit seinem letzten Aktionspunkt. Aber dieses Mal verfehlen wir beide. Die Bogenschützin kann nicht auf den Utah-Raptor schießen, da sich dieser im Nahkampf befindet. Aber näher an ihn heran will sie auch irgendwie nicht. Daher zieht sie sich lieber aufs Boot zurück und vertraut auf die Fähigkeiten des Brawler. Die nächste Runde beginnt wieder mit der Gegnerphase. Da der Utah-Raptor sich schon im Nahkampf befindet, muss er keine KI-Karte ziehen, sondern attackiert einfach den Brawler. Dieser gibt einen Aktionspunkt aus, um sich zu verteidigen. Aber der Opposed Roll endet mit einem Sieg für den Utah Raptor. Der Brawler schafft nur einen Verteidigungswurf und er leidet einen Punkt Schaden. Ich verwende den zweiten Aktionspunkt des Brawler, um den Utah Raptor zu attackieren. Aber auch dieses Mal würde der Raptor gewinnen, weil ich meinen Attributswurf nicht schaffe. Ich verwende daher meinen Finesse-Punkt, mit dem der Brawler seinen Nahkampfwurf wiederholen darf. Dieses Mal schafft er den Attributswurf und das Gesamtergebnis ist ein Nailed It gegen das Pass des Raptors. Dieser kann nur einen Schadenspunkt abwehren und da er nur 3 Lebenspunkte hat, ist der Raptor ausgeschaltet. Was wiederum einen Heatpunkt generiert. Die Bogenschützin hat nicht mehr wirklich viel zu tun und macht daher in dieser Runde nichts. Im Zuge der nächsten beiden Runden begibt sich mein Brawler lediglich wieder zurück aufs Boot. Und das letzte Missionsziel ist damit geschafft. Ich drehe die Karte um und suche die für mich passende Auflösung im Kampagnenlogbuch heraus. Ich habe es geschafft, mit beiden Abenteuern davonzukommen und daher bekommen alle Gruppenmitglieder einen Erfahrungspunkt und einen extra Finesse-Punkt. Und meine Bande zieht weiter zu neuen Abenteuern.
Ja, das war jetzt Prolog-Mission Nummer 1. Wie ich gesagt habe, das Ganze ist erstmal so ein bisschen als Tutorial gedacht. Dementsprechend ist die Herausforderung nicht ganz so hoch gewesen. Wobei man vielleicht auch schon gesehen hat, dass das Spiel ganz schön tödlich sein kann. Je nachdem, wie die Würfel fallen und wie man sich verhält und so. Ob man eher vorsichtig spielt, eher weniger vorsichtig spielt. Und da kann es schon ziemlich schnell ziemlich den Bach runtergehen, muss ich sagen. Aber ansonsten, ja, ich kann noch nicht so wahnsinnig viel sagen mit meiner Einschätzung zum Spiel selber. Ich finde, die Mechaniken, die ich bisher testen konnte, funktionieren ganz hervorragend. Vieles wurde ja übernommen von The Drowned Earth tatsächlich. So die Würfelmechaniken, wie die funktionieren und die Kampfmechanik und diese ganzen Sachen. Andere Sachen sind wiederum neu, wie zum Beispiel der Monsterwürfel oder eben natürlich auch das KI-Deck, was ihr jetzt da in Aktion gesehen habt. Und das kann man übrigens dann auch im regulären The Drowned Earth verwenden. Das heißt, wenn ihr da mit Dinosauriern, neutralen Dinosauriern spielen wollt in euren Matches, dann könnt ihr da tatsächlich dann auch die KI-Decks verwenden, die mit Ulaia Chronicles kommen. Und ansonsten, wie gesagt, ich kann nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, wie gut das Ganze jetzt ist. Das werden wir dann sehen nach dem zweiten Match, das ich mache. Das ist dann die zweite Mission, ist so ein richtiges volles Match mit sämtlichen Elementen drin. Da werde ich dann auch erstmal meine Meinung dann kundtun. Aber ansonsten, ja, die Komponenten und alles hat man vielleicht gesehen. Es ist natürlich alles Prototyp, das heißt nicht final. Aber was auf jeden Fall bleiben wird, ist, dass es 2D-Gelände bleiben wird. Die Spielmatte wird auch im Kickstarter als eine als Papierposter sozusagen verkauft. Das wird dann als Stretch Goal gibt es dann die Option, dass es noch ein bisschen dickeres Papier ist. Aber letzten Endes bleibt es ein Poster. Das mag nicht jedem gefallen. Ich habe da auch schon mit dem James drüber gesprochen. Aber er hat halt gemeint, es ist tatsächlich vor allem eine Kostenfrage. Er will die Kosten niedrig halten für das Ganze. Und diese Startbox, wo dann alles drin ist, inklusive den Pappaufstellern und so, also mit dem man direkt out of the box schon spielen kann, die wird auch, beziehungsweise kostet 39 Pfund. Das ist, finde ich, ein ziemlich guter Preis für so ein Komplettpaket, das man da bekommt. Und er hat aber auch schon gesagt, er wird, nachdem der Kickstarter endet, die Grafiken, gerade für die Matte, aber auch für das 2D-Gelände und sowas, wird er lizenzieren, auch an Dritthersteller, die dann entsprechend auch zum Beispiel eine Neoprenmatte oder eine Mauspad-Matte oder sowas, wie man das eben sonst von seinen Spielen kennt, auch herstellen können. Das heißt, wenn man das gerne haben will, das wird es auch geben, aber eben jetzt noch nicht im Kickstarter. Da ist es sehr konzentriert eben auf das Spiel selber und die Miniaturen, die er dazu noch anbietet. Es wird ja Dinosaurier-Miniaturen, Piratenfiguren, weil es die eben auch als Gegner gibt. Die Piraten wird man dann auch in The Drowned Earth spielen können. Und natürlich auch die Abenteurer, die man hier spielt, wird es auch als 3D-Miniaturen geben. Alles wie gehabt aus Zinn, so wie man das aus sonst bei The Drowned Earth kennt. Und ich denke mal auch das entsprechend gut Qualität Zinn, was man von The Drowned Earth kennt. So, das waren jetzt erstmal so meine ersten paar Infos, die ich für euch habe zu dem Spiel. Die Kickstarter-Kampagne ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und einfach mal schauen, ob euch das Ganze gefällt. Und die Mission Nummer 2, die kommt dann auf jeden Fall ganz, ganz schnell. Ich beeile mich wirklich. Es geht bei mir gerade bloß drunter und drüber. Also habt Geduld, aber die zweite Mission folgt dann natürlich. Und natürlich folgen auch noch meine anderen Spielberichte. Ich weiß, es fehlt noch Teil 2 von meinem Blackstone Fortress Spielbericht. Der kommt auch noch. Ganz hoch und heilig versprochen, aber wie gesagt, es geht bei mir gerade drunter und drüber. Genau, das war's jetzt erstmal von mir. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und sagt weiter, dass es meinen Kanal gibt. Das hilft mir am allermeisten. Und ansonsten sehen wir uns dann bei meinem nächsten Video. Viel Spaß, bis dahin, bleibt gesund und ciao, ciao.